Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Remnant of the Ashes. Ja, ich habe in der letzten Folge, also am Montag, war die Qualität viel besser, aber es gab noch so ganz kleine Probleme und deswegen habe ich nochmal was umgestellt und jetzt sollte das alles klappen, weil, wie gesagt, es lag also an beiden, es lag einfach an diesen paar Sachen, die ich jetzt hoffentlich gefixt habe, oder die ich zum großen Teil sehr wahrscheinlich gefixt habe. Ja. Jetzt sollte es keine Ruckler mehr geben, auch keine kleinsten mehr. Also die Ruckler waren halt so gering, dass man sie gar nicht gesehen hat, kaum, wenn man nicht drauf geachtet hat. Aber die Qualität der letzten Folge war auch nicht so Premium. Aber ja, jetzt sollte das wieder gut laufen. So, gleich werden hier Gegner kommen. Nervt mich jetzt nicht. So wird mich jetzt hier ein Gegner nerven oder nicht? Das letzte Mal hatte ich hier ein relativ gutes Item gefunden. Deswegen hoffe ich, dass ich es hier wieder finde. Weil das sehr, sehr gut war für meine Waffen, die ich habe. Da kommst du nicht hoch. Are you kidding? Da kommt jeder hoch. Es ist bloß anstrengend. Und manche machen das, manche kommen gut hoch, manche schlecht, aber man kommt hoch. So. Bin noch nicht ganz so drin. Ja, mein Recoil habe ich noch nicht ganz drauf. Eine der schwersten Stellen dieses Gebiets, finde ich, weil sehr viele Gegner auf einmal kommen und sehr viele auch beschworen werden immer. Ich habe leider etwas verkackt, das wäre auf jeden Fall viel besser gegangen, hätte ich ein bisschen mehr den Kopf getroffen und mein Aim nicht ganz so schlecht gehabt. Aber ich würde sagen, doch ganz schön gut gemacht. Trotz allem. Würde ich jetzt nicht sagen, dass ich extrem verkackt habe. Mann, ich spiele gerade richtig schlecht. Ja, verdient, verdient. Also ich habe ja gar nichts getroffen gerade. Boah, habe ich das schlecht gespielt. Zwei, also. Man merkt, ich bin nicht ganz so drin und konzentriert. Ich bin ohne Aufnahme konzentriert und spielt deswegen besser. Möchte ich mal anmerken, ja.
Es liegt nicht. Liegt nicht nur. Ja, an mir komplett. Guck mal. Die Aims waren doch schön. Findet ihr nicht? Hä? Ah, ich habe Trades bekommen. Da würde ich einmal Endurance noch leveln. Easy. Guck mal, so hätte man es spielen können. Viel besser getroffen. Könnte ich mal. Also manchmal treffe ich echt gar nichts. Könnte ich. Nehme ich mal auf, wenn zu nerven. Das waren wieder verdammt viele Gegner, möchte ich mal anmerken. So, darf ich jetzt hin und Sachen aufsammeln? So. Ja, diesmal habe ich es nicht ganz so krass verkackt. Wieder ein paar Fehler gehabt. Oder was heißt der Fehler? Ein paar Treffer nicht gemacht, die ich hätte machen müssen. Ein paar Headshots. Aber das geht alles. Das ist alles noch in Ordnung. Würde ich jetzt mal sagen. Ah, hier gibt es leider nichts. Komm mal tot dir runter. Bevor du mich hier gleich nervst. Wo geht's denn weiter und wo nicht? Hier nicht. Schade. Ich hätte gerne ein gutes Item noch gefunden. Sieht halt auch so aus wie so ein Bossroom, ne? Schade. Gibt hier nicht ganz so viel. Ja, ich gehe jetzt erstmal zum Checkpoint, um mich wieder full zu heilen. Ich habe auch, wie ihr seht, ein paar Materialien da unten. Davon habe ich mir drei gekauft, also die drei Blottfiolen. So. Mehr aber auch nicht. Und ich habe wieder 2000. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Incoming Range Damage. Das ist halt krass. Seit wann habe ich den denn? Das ist halt ein guter Ring. So, als nächstes würde ich halt Spirit ein bisschen hochleveln, aber die Sachen, die ich gleich bekomme, sind auch gar nicht mal so schlecht.
ist das sowas wie ein Bait, oder nicht? Wie so ein Trade, den behalte ich aber erstmal. Ja, nochmal hier zwei Eisen. Leider kein Scrap mehr bekommen hier. Das war close. Musste ich mich wieder ein bisschen konzentrieren, deswegen habe ich auch wieder ein bisschen in die Klappe gehalten. Weil es sieht meistens einfacher aus, als es ist. Aber mein Aim ist manchmal echt schlecht und manchmal extrem gut. Jetzt war wieder so ein Mittelding. Weder schlecht noch gut. Ja, ihr auf jeden Fall nicht. Also manchmal stellt sich der Charakter auch dummer. Mann, können die aufhören, ihren Kopf so dämlich zu bewegen? Ich sterbe. Ne, wenn da so wieder so ein Elite-Gegner kommt, ne, mit seinen 250 Milliarden Gegnern. Ich hätte hier drei Elite-Dinger, ne? Drei. Ja, da ist noch ein bisschen Eisen, ne? Das nehme ich auf jeden Fall auch noch mit, denn das brauche ich. Wie ihr sehen könnt, wie gesagt, die Qualität ist etwas schlechter. Ich habe alles auf Low nochmal geschaltet. Davor hatte ich so Hälfte auf Mittel. Auf die Nerven. Zwei Schuss, kriegt 10 zurück. Hat sich eigentlich gelohnt. So, deswegen sieht die Qualität auch etwas schlechter aus, aber ich finde, das Spiel sieht immer noch gut aus. Und ja, es bringt mir auch immer noch Spaß, das zu spielen.
Gott, das ist nicht mal geupgradet. Können die Gegner aufhören, immer mit 20 Leuten zu kommen? Das irgendwie nervt das. Ich meine, ich habe immer noch nicht mein Item, was ich ehrlich suche. Verbrennt er eigentlich auch, oder? Nee, der kriegt keinen Schaden von Feuer. Finde ich ein bisschen unfair, aber hey. Ist das natürlich aufmachen kann? Nein. Schade. Wäre auf jeden Fall witzig. Ey. Hau da drauf. Drauf! Ah, der hat Hyper-Armor, verdammt. So. Nee. Warum ist der unbesiegbar? Was ist das denn für ein Viech? Scheiße, jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ich war hier hinten beim Ausgang. Weil so ein unfair OP-Viech kommt, was unverwundbar ist. Und ich keine Muni mehr hatte. Ich meine, ich hätte... Habe ich eigentlich ein Ammo-Pack hier dabei? Ja, hätte ich nutzen müssen. Aber ich habe nicht gewusst, dass ich eins habe, von daher... Ein bisschen useless, das denn zu nutzen. Ah, shit, jetzt bin ich viel... Ja, jetzt darf ich nochmal alle Gegner besiegen. Ich hoffe, hier gibt es nicht gleich wieder unendlich viele OP-Gegner, die mich jetzt gleich nerven. Mann, kann ich jemanden in den Kopf schießen? Ist das möglich? Aber auf jeden Fall durch Scheitern kriegt man auf jeden Fall, glaube ich, mehr Scrap die ganze Zeit. Das könnte man ein bisschen exploiten. Auf, da durchzuschlagen. Hört auf, mich zu nerven. Mal ein bisschen. Hey, Climber. Vanding Speed nämlich um 1 immer erhöht. Also das hätte ich gerne auf 2 einmal. Weil es schadet nicht. Diese 2%, 1% plus bringt halt nicht ganz so viel wie 2%. Das ist halt das Doppelte. Das ist.
sind das viele Gegner, die ich gerade besiegt habe. Gott, schwer. Das war nicht mal die Stelle, wo ich eben war. Mann, ey, ich verfehl viel zu viel. Ja, das war ziemlich rough wieder. Wenn da 5 Millionen Gegner wiederkommen. Ohne dass mir eine Pause gegönnt wird. Mhm. Und man geht's hier weiter. Das Einzige, was ich jetzt traurig finde, ist, dass es halt... Ne? Kann, dass ich das Item nicht habe, was es hier nicht, also das es hier nicht gab. Aber ja, wir gehen jetzt erstmal weiter. Oder ich werde hier erstmal die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.